Das wäre dann sozusagen das Einkleiden nach der Waschung. Und tatsächlich im Musan, wie heißt das, im Musanna von Ibn Abi Shayba überliefert dort eine Aussage von Ibn Munabbih, die vielleicht, die das Ganze ein bisschen versinnbildlicht. Er sagte, Al-Imanu Uryan, der Iman ist nackt. Der Iman ist nackt. Walibasuhu Taqwa. Die Einkleidung des Imans oder das Gewand des Imans ist die Taqwa. Mit der Taqwa kleidet man seinen nackten Iman ein. Und er sagt, wa maluhul fiqh. Das Vermögen des Iman ist der Fiqh. Und sein Schmuck, nachdem man sich ja eingekleidet hat, gibt es noch Schmuck, mit dem man sich einschmücken kann. Und er sagte, der Schmuck des Iman ist die Scham, Al-Haya.